Hallo ihr Lieben! Bei dem heißen Wetter hat keiner Lust, so wirklich in der Küche zu stehen und zu backen. Und deshalb habe ich heute wieder ein No-Bake-Rezept für euch, nämlich die leckere Erdbeerschnitte. Wir starten mit der Creme und dazu gebt ihr die Sahne in die Schüssel, gebt die Hälfte des Sahnesteifes dazu und das Vanillezucker und schlagt die Sahne einmal steif. Jetzt kommen alle anderen Zutaten in eine Schüssel und werden einmal cremig aufgeschlagen. Nun kommt die Sahne noch dazu und wird ebenfalls untergerührt. Als Tortenboden nehme ich hierfür Löffelbiskuits, die tunke ich einmal kurz von beiden Seiten in etwas Milch und lege die dann mit der Zuckerseite nach oben in meine Auflaufform. Jetzt wird die Creme komplett auf den Biskuits verteilt und glatt gestrichen. Nun kommt die zweite Schicht Biskuits auf die Creme, genauso wie eben einmal kurz reingetunkt und mit der Zuckerseite wieder nach oben. Die Erdbeeren, die habe ich jetzt bei mir in kleine Stücke geschnitten. Die könnt ihr natürlich auch ganz lassen oder auch nur halbieren, so wie ihr das gern hättet. Jetzt werden die Erdbeeren komplett auf die Biskuits gegeben und ordentlich verteilt. Zu guter Letzt habe ich noch einen Tortenguss hergestellt. Das waren jetzt zwei Päckchen mit 500 ml Wasser. Das steht aber alles auf der Packung drauf, wenn ihr die kauft, wie ihr den herstellt. Ja, habe es einmal kurz untergerührt mit dem Zucker und aufgekocht. Und das habe ich dann komplett über die Torte gegeben. Das, was ich vollgekleckert habe, habe ich mit Zebra weggewischt und dann ist die Torte für 2 bis 4 Stunden in den Kühlschrank gewandert. Hier zeige ich euch jetzt noch den Anschnitt und wie ihr gesehen habt, der ist super schnell hergestellt und man schmeckt überhaupt gar keinen Unterschied zum gebackenen. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich finde es eine super Alternative, gerade jetzt zu den heißen Sommertagen. Wenn es so warm draußen ist, hat man keine Lust, noch den Backofen anzumachen. Und dann kann man auch ohne Backen ein leckeres Stück Kuchen haben. Lasst mir euer Feedback da, wenn ihr es mal ausprobiert habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und genießt das Wetter. Tschüss!